Die sechste sitzende Kata oder 18. Ronin Kata Muruti. Im Sitzen, beide sitzen sich gegenüber. Der erste Teil ist relativ schnell und kurz und ihr müsst vorsichtig sein. Ich greife Sie an mit Mai. Und sie kontert in dem Moment, in dem das Schwert an mir vorbei ist. Das ist im anderen Video sehr schnell, aber dann seht ihr nichts. Deshalb machen wir es nochmal langsam. Also, sie weicht nach hinten aus und das geht halt nur im Tate Hisa geht es. Und im Caesar könnte man nicht nach hinten weg. Ja, Caesar geht nur nach hinten. Ich gehe vor, sie weicht nach hinten aus und kontert. Ja, passt auf, dass der Rest nicht wirklich da ist. Eigentlich eine klare Sache. Zweite Situation, sie lässt mich am Leben. Diesmal geht sie beidhändig vor, hat die Kontrolle über mich. Ich gehe nach hinten weg und beende den Kampf durch Flucht oder Aufgabe. Dritte Version. Zielrichtung, bleibt noch stehen, hier von unten hoch zu schneiden. Das ist natürlich riskant mit dem Schwert hier, deshalb versuche ich selber nicht zu weit vorzugehen. Sie kann ja gleichzeitig stechen. Und sie sollte dieses Schwert auch nicht direkt zwischen uns halten, sondern so ein kleines bisschen mir an Schweinetraum geben. Was sie aber tut, ist ausweichen. Und von unten Moroté stechen. Nochmal. Also, es hängt sehr viel davon ab, wie sie ihr Sanshin aufbaut. Wenn es zu stark ist, greife ich natürlich nicht an. Logisch. Ja? Ich greife nicht mitten in ein auf mich gerichtetes Schwert an. Sie nimmt es ein bisschen raus und tut so, als wäre sie nicht ganz so wach, wie sie ist. Ich greife an. Sie weicht aus. Kannst du mal den Schritt zeigen? Links vor, rechts nachziehen und von unten stechen. Gut, das war's schon. Eine kurze, knackige Kata als Abschluss der sitzenden Serie.